Das Bild der Essstörungen hat sich verändert. Es sind heute nicht mehr nur junge Mädchen, sondern auch viele Frauen ab 30 Jahren, die daran leiden. Die Dornbirner Psychotherapeutin Ingrid Bächle-Nussbaumer bietet für diese Frauen Einzeltherapien an. Wir unterscheiden bei den Essstörungen. Bei der Anorexie ist eine fehlende Krankheitseinsicht, das heißt, da ist die Motivation sehr gering oder nicht vorhanden. Da bedarf es jemand, wo die Person halt sanft, aber nachdrücklich mal mit wohin nimmt. Bei der Bulimie ist es anders, da ist schon eine Krankheitseinsicht und auch ein hoher Leidensdruck. Die Menschen melden sich selber an oder über Arztempfehlung, das ist ganz unterschiedlich. Kann man sagen, wie lange eine solche Therapie dauert? Grundsätzlich nicht, aber nach einer umfangreichen Anamnese schon, weil es kommt drauf an, oder? Essstörung ist ja ein Symptom. Das Störungsbild dahinter, die Not, was es alles an Einbrüchen gab im Leben, ob es da schon Vorgeschichten oder Vorerkrankungen gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, je früher und je schneller die Person in Behandlung geht, desto besser sind die Prognosen und desto geringer die Gefahr der Chronifizierung. Gibt es so etwas wie eine Erfolgsquote? Das ist ganz schwierig in der Psychotherapie, weil wenn es erfolgreich ist und den Menschen gut geht, dann kommen sie nicht mehr. Wenn man sehr früh in Beratung, in Therapie kommt, dann ist die Erfolgsquote relativ gut, wobei die Behandlung auch komplex ist, also medizinische Behandlung, Untersuchung unter Umständen auch medikamentöse, psychotherapeutische mit körpertherapeutischen Ansätzen. Es braucht sozialtherapeutische Begleitung. Eine Ebene greift meistens zu kurz, nicht zu wenig, weil es auch sehr eine körperliche Erkrankung ist. Also nicht nur damit getan, warum und wieso, sondern auch der Körper muss mitbehandelt werden. Das Denken, das Umfeld und alles.